So, willkommen zurück zu Heroes of the Storm, der Alpha-Version auf Ames Account hier. Ja, sehr, sehr schade. Wir haben das letzte Game ja verloren mit unserem Sniper. Und wen haben wir da gespielt? Genau, Nova. War eigentlich ganz cool, hat auch echt Spaß gemacht. Aber irgendwie war das auch nicht so der richtige Held für uns. Den müssen wir irgendwie noch finden. Und ich habe ja gesagt, ich wollte Stitches mal spielen. Und das mache ich jetzt hier auch. Der hat mir nämlich ganz gut gefallen. Wir gehen mal auf Ready. 137 Sekunden, dann können wir uns nochmal die Spells angucken, ein bisschen. Skins, Mounts, hat man noch keine freigeschaltet. So, einmal Hook, haben wir ja schon beim letzten Mal gesehen. Throw the Hook, which pulls, stuns and damage the first enemy. Slam, damage in an area. Und Devour, restore health and damage an enemy. So, dann haben wir einmal Putrid Blight. Slows and damage enemies near Stitches. Das ist, glaube ich, dieses Rot, was man aus Dota früher kennt. Gorge, imprison an enemy inside Stitches, stomach for a short time, das ist auch nicht schlecht, das ist dieses Aufessen. Und Vile Gas ist das Combat Trait, when struck, emit a cloud that damages enemies. Okay. Nice. Ja, dann wollen wir mal gucken. Wollen wir mal hier ein, zwei Hooks versuchen zu landen. Ich hätte gerne auch irgendwie die Möglichkeit, hier mal den Ping einzusehen, dann wäre irgendwie sehr, sehr geil. Hier kann man eine Party gründen. So, was haben wir denn? Seratul, den haben wir gesehen. Tassa da, der Support, Nova und der Witch Doctor. So, ich hoffe, diesmal machen die Leute wenigstens das richtig und gehen hier mit mir auf eine Lane. Denn ich war da ja letztes Mal komplett alleine auf der Lane. Das fand ich nicht so toll. Hat mich nicht so sonderlich Spaß gemacht da auf der Lane alleine, obwohl wir uns da noch einigermaßen halten konnten. Wir sind in der neuen Map, Blackhearts Bay. Collect Dublons, wir müssen Dublonen einsammeln, um Attack Treasure Chests, Mercenaries and Skeletons, okay. Turn in, hand your Dublons over to Blackheart or you will drop them all when you die, okay. Und dann können wir ein Bombardement machen, alles klar, das ist eigentlich... Stitches auf dem Pferd sieht auch super geil aus, also das ist auch echt lustig. Was haben wir denn hier? Path of the Warrior oder der Regeneration Master? Give her free Regeneration Globes to... Permanently grant your plus health one per second. Stacks. Ah, das ist eigentlich nicht schlecht. Wenn du viele Regeneration Globes einsammelst, dann, Oh, guck mal, die gehen schon wieder alle Mitte. Also sollen wir Mitte gehen, oder was? Oh Gott. Also echt fail. Naja, Achso, wir müssen erst dahin, danach skippen. Okay, wir nehmen mal den Regeneration Master. Komm her, du Knecht. Sehr gut. Da haben wir ihn schon mal gehookt. Gehuggerinot. So, was haben wir denn hier? Well damaged, okay. Macht Schaden. Das ist gar nicht so schlecht. Der Abatur scheint echt jemand zu sein, der aus der Base irgendwie was macht. Two-headed Boy. Okay. Wo ist denn hier? Wow, 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 wow. Ich muss hier weg. Oh Gott. Let me go away. Nein. An ally has been slain. Geschlachtet habe ich dich. Nein, da hat mich der ETC gekillt. Boah, das ist ja hier ein Fest, ey. Ein Schlachtfest. Richtig krass. So, wir haben ja Regeneration Master geskillt, habe ich ja gesagt. Das heißt, wir müssen definitiv hier ein paar Regeneration Globes aufsammeln. Und das versuchen wir jetzt mal hier. 0 von 10. Ecolectoblons, okay. Aber wir werden jetzt erstmal hier
Ein paar Minions schlachten. So, eine haben wir schon mal. Healing Effects increased. Non-Hero Damage reduced. Was können wir eigentlich machen? Oder wir gehen hier auf Live-Rack und machen noch die Healing-Effekte höher. Genau, das machen wir mal. Wow, wo ist er denn? Holy shit. Regeneration is increased. Wir müssen echt immer wieder diese Health Globes hier aufsammeln. Zack, zweimal schon. Giftet hier, ihr Boys. Wieder mal abgegradet unsere HP-Regeneration, das ist schon mal sehr nice. Komm mal her da. Ups, das war nicht so nice. Wir haben schon 4 Dublonen hier mit unserem Team. Block oder Basic Attack, Slow Enemies. Machen wir hier Block. Oh Gott. Oh, der hat ein ganz schön krasses Schild, ey. Okay, ich bring mal die eine Duplone weg. Was sind das denn hier für Dinger immer, ey? Das ist ja richtig tricky. Habe ich nicht eine Duplone aufgesammelt? Oh, er hat 7. Oh, das heißt, wir kriegen jetzt das Schiff, oder was? Oh ja. Wow. Boah, krass. Das ist echt heftig. Das ist ja echt übel, ey, mit diesen Schiffsangriffen. Bams, ja. Und die Gegner weg. Oh, so ganz habe ich noch nicht begriffen, was das Ding hier ist. Ich denke mal, das ist einfach Vision. Nice, habe ich ihn gegrabt, ey. Der Grabberino steht mir auf jeden Fall. Da Emmets Damaging Ball, das Builds. Okay. Oder Essen. Machen wir hier das. Das Essen haben wir ja gerade schon gesehen. 60 Sekunden Cooldown. Last 8 Seconds. Oh, nice, ey. Passt auch, glaube ich, ganz gut, wenn wir eh schon so tanky sind. Wir mal essen hier. Oh, der ist echt richtig strong, der Champion, ey. Die sollen sich mal um die Dublonen kümmern. Oh, wir müssen weg. Das ist überhaupt kein Problem für mich.
Irgendwie ist Mana noch so ein Problem bei uns. Mana ist echt nicht so toll. Boah, krass, oder? Diese Damages, die die machen. Nein! Boah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Da haben sie mich geraped, ey! Der eine Typ hier von uns macht hier anscheinend eher mal nur die Mercenary-Camps. Als echt Mana-Problem haben wir echt wie ein Boss hier. Aber das Beil finde ich, Bruted Beil finde ich gar nicht so schlecht, ey. Macht echt ganz guten Damage, ey. Schade, dass die auch wieder so einen Held haben. Boah, jetzt geht aber die Nova hier richtig ab. Jetzt geht die aber richtig ab, du. Komm schon, tank, ich tanke doch hier für euch. Was ist denn los mit euch? Nein, ich tanke doch für euch. Defend the base, dudes. Oh Gott, ey, die defenden die scheiß Base nicht, ey, diese Typen. Periodically reduces the damage received from hero abilities by 50%. Ja, wir gehen mal hier voll auf Damage. Ah, das ist ja nicht schlecht mit den Dublonen, aber immer nur da hinzugehen ist auch nicht cool. Aber für. Der hat echt extrem wenig Leben. Ist das wirklich so ein Held, der nur in der Base rumsteht? Ne? Würde mich echt kümmern. Nice. Bring die weg. An ally has been slain. War nice, oder? Mal schön den Weg geblockt. An ally has been slain. Bams, oder? Komm schon! Oh Gott, ich muss hier weg. Ich hab zu viele Duplons. War das auch eine Copy oder was? Eigentlich zum Schiff, ey. This way? An ally has been slain. An enemy has been slain. Alter, dieser Typ, ey, der geht mir auf die Ketten, ey. An enemy has been slain. Okay, eins ist klar, der Typ nervt richtig hart. Enemy slain. An excellent strike. Geh einfach weg. Er hat aber immer so einen Teleport irgendwie, so einen krassen, ne? Richtig heftig. Fort destroyed. Nice. An ally has been slain. Fire at will. Boah, das ist echt ein spannendes Match, ey. Choose a talent.
Choose a talent. Basic and power increases range by hook. Oh ja. Oh, 14 Dublonen brauchen wir. Er hat alleine schon 11 und er hat 13. Holy shit, ey. Die Mercenaries haben, dann wird das auf jeden Fall schon um einiges leichter. Lifehack ist echt krass, ey. So, da haben die auch schon mal Mercenaries. Die werde ich mich direkt, kümmern. Nice. Noch ein Regen Globe und dann, oh, wir haben schon wieder die Dublonen. Nice. Both chests looted. Nice. Auch wieder eine Dragon Globe, ey. Was haben die denn hier? Warum haben die denn so einen fetten? Ich kümmere mich erstmal um den fetten. Alter, er macht da richtig dick Damage, ey. Ja. Stipp doch einfach, du scheiß Golem. Nice. So, wir werden mal weggehen. Hab kaum noch Mana. Ich weiß gar nicht, was haben wir noch als Talent? Jetzt kommt noch Resurgence of the Storm. Bolt of the Storm, activate to teleport. Ah. Wäre natürlich besser, wenn wir noch andere Fähigkeiten hätten. Aber ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ups, bin abgemountet aus Versehen. Jetzt wird natürlich extrem viel hier auch mit den Dublonen gearbeitet. Alter, was ist das denn für Damage, den der hier macht? Boah, dieser Schaden, den der Typ macht, ey. Und dann ist ein Support. Heilige Scheiße, der macht ja richtig Damage. Krasse Scheiße, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass der mich einfach so töten kann, ey. Sniper? Warte mal, oder ist das... Ach, der heißt Sniper, okay. Schon sagen. Irgendwie sind wir noch echt sehr squishy und machen auch nicht so viel Schaden. Also wir hätten vielleicht eher das Essen nehmen müssen. Oh, jetzt kommen wir. Die Shots auf unsere Seite. Boah. Was? Aber die haben auch wirklich nicht mehr viele Gebäude da. Also wenn wir noch einmal oder zweimal noch die Dinger losballern, ey, dann ist hier aber echt die ganze Base kaputt. Also müssen wir eigentlich mal versuchen. Was ist das denn hier? Camp Respawn in 2 Minuten 30, okay. Boah. Scheiße. Das ist echt Damage of Doom. So, wir werden uns mal um das Dings kümmern hier. Teach Minions, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Life-Rack haben wir eigentlich echt gut, ey. 5400 Life haben wir, ey. Aber irgendwie ist das immer noch nicht genug, ey. Enemy Mercenaries, oh. Was kommt denn da? Ja. Boah, die machen aber auch Tower Damage, ey. Oh, die haben das echt geschafft. Meine Teammates haben es echt geschafft.
Echt krass, der Damage, den die Dingern macht, ey. Hier. Nice. Kiste sind wieder. Boah, Alter. Boah, krass, dieser scheiß Stun, ey. Alter, aber so schnell sind wir auch nicht down zu kriegen, ey. Das geht eigentlich ganz gut. Aber der holt immer diese Licht-Knights da, die sind echt krass. Die müssen wir uns eigentlich aussichern. Das ist echt heftig, wenn man die... Ja, das ist auch ab. So, wir werden uns jetzt mal... wir werden jetzt mal... Resurgence of the Storm skillen. So, jetzt werden wir mal hier hochgehen. Erstmal da Dingen hier einnehmen. Was echt ein krasses Match hier, ey. Ich glaube, so ein ausgeglichenes Match hatte ich noch nie in dem Game. So. Boah, der ist das. Help me, Flix. Wenn wir den kriegen, den Golem, ey, das wäre natürlich richtig fett, ey. Wir brauchen noch 4 Münzen. Oh, die gehen schon hin. Nice. Dann kümmern wir uns hier rum und die um die Dublonen. Oh, der nächste Angriff, der wird die richtig hart treffen, ey. Das wird definitiv richtig krass. Level 22 so gut. Boah, nice, Alter. Jetzt werde ich in die Base einmarschieren. Boah, mein Life-Rack. Holy shit, ey. Das nenne ich mal Life-Regeneration, ey. Des Todes. Also die Allies werden geslaint. Aber wir brechen hier rein. Brech rein in die Basis! Ich bin in der Base, Alter. Mit meinem Golem. Vor allem, der überlebt ja einfach alles. Der richtig strong, der Typ. Guck mal, jetzt kommen sie, die Räudigen. Weil sie Angst haben. Na komm. Boah, ich kann aber euch nicht weg, ey. Nein! Diese Typen! Damage to Taunts! Ah, ich bin aber wieder da. Bin back, boys. Boah, krass. Level 20 Solo Camp. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich meinem Team mal helfen. Ich habe mich so um die Minions gekümmert. An enemy has been slain.
has been slain. Boah, krass, ey, die outplayen uns hier richtig hart, ey. Boah, dieses Schild von dem, ey, das ist ja echt unzerstörbar. Boah, ich bin echt so schnell down, ey. Das ist nicht wahr, obwohl ich so tanky gegangen bin. Der hat sogar mehr Life als ich. Boah, richtig krass, ey. Hätte ich nicht gedacht. Meine Ulti macht auch echt gar nicht so viel Damage. Das ist irgendeine Copy oder was? Oder was soll das sein? Das ist, irgendwie kann hier irgendein Champion kann hier Illus von jemandem erstellen, ey. Oder sich in jemanden reintransformieren. Ich glaube, das ist echt dieser Abateur. Der kann sich hier in irgendwelche Viecher reintransformieren, ey. Ultimate Evolution, ja. Das wird das wahrscheinlich sein. Dublons paid, ey. Null haben wir. Takedowns, null Deaths, ey. Das ist anscheinend echt ein Held, der nur in der Basis bleibt, ey. Da ist ja auch immer so ein komisches Vieh auf dem Kopf. Müssen wir mal gucken, wir müssen wir gleich mal versuchen. Der Faust von uns, der ist auch echt gut. 22 mit Zeratul. Shadow Assault. Basic Attacks become empowered. Hm. Boah, wir sind echt extrem lange tot, ey. Wenn wir einmal down sind, dann aber auch echt lange. Wir haben ja wirklich schon echt gut durchgepusht, aber... Ich werde jetzt nochmal hier den 20er machen. Mal gucken, ob das was bringt. Weil so macht das momentan keinen Sinn, wenn ich da reingehe. Mein Hook macht auch 200 Damage, also gar nichts, ey. Unser Team hat schon Dublon wieder bezahlt. Ziemlich nice eigentlich. Können wir da hingehen? Ist die Frage. Das ist echt krass, ey. Abgebrochen. Komm schon. Ja, nice. Komm schon. Komm schon. Die Dublonen bezahlen. Bezahl die Dublonen. Nice. So, jetzt alles auf die Hauptbase. Boah, nice. Wenn da noch Attacks reinfliegen, dann ist er gleich down. Komm schon. Oh, den können wir das Gebäude nicht mehr retten. Perix steht am Gebäude. Los, und sich weg. Ja. Haben wir letztendlich mit den Pirates haben wir gewonnen, ey. Nice. Ja, das war doch mal echt ein spannendes Match, ey. Alle sind raus. Und wir haben schon mal das Game gewonnen. Ja, Stitches ist nicht schlecht. Muss ich echt sagen. Aber der ist echt so komplett tanky. Macht irgendwann nicht mehr so viel Schaden. Die Gegner hatten Stitches. Wen ich auch krass fand, war dieser Zeratul. Der so ein Assassin ist von uns. 34.000 Gold haben wir jetzt. Nice. So, sind Level 5. 60.000 Experience, ja. Nee, mehr sogar. Oh, 118.000 Experience haben wir gekriegt. Das war wirklich ein langes Match. 27 Minuten gegen das Ganze. 20, Dublonen haben wir ihn letztendlich bezahlt. Das ging eigentlich noch. Ja, der Zeratul war echt stark. 25-3 hat der. Ich bin 6-mal gestorben.
Takedowns. Ach, also Abatur scheint echt so ein Hero zu sein, der aus der Base fightet. Den müssen wir uns vielleicht mal beim nächsten Mal angucken. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, Stitches zu sehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.